hängt die Vergütung eines Berufsbetreuers eigentlich auch von dem Aufgabenkreis ab? Herzlich willkommen auf dem Berufsbetreuerkanal und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Betreuungsrecht, kurz und knackig. Mein Name ist Cordelia Lindenborn und wenn du dich für dieses Thema interessierst, abonniere am besten gleich den YouTube-Kanal. Ja, es ist tatsächlich so, dass im Einzelfall auch die Betreuung, die Einstufung in die Vergütungsgruppe nochmal variieren kann, je nachdem, welche Aufgabenkreise dir übertragen wurde. Wenn du beispielsweise aufgrund einer Ausbildung im gesundheitlichen Bereich, beispielsweise einer Pflegeausbildung, in die Vergütungsstufe A kommst normalerweise und dir jetzt aber eine Betreuung übertragen wird, wo du keine Gesundheitssorge hast, dann würdest du also für diese Betreuung nur die Vergütungsstufe A bekommen. Es ist allerdings ja auch so, dass mit weniger Aufgabenkreisen dann weniger zu tun ist und so wird das also begründet.